Kauft jetzt die USA unter Donald Trump wirklich über den Staat Bitcoin? Ist das die letzte Chance für die tiefen Preise? Viele glauben ja, wir haben nur noch einen Monat Zeit und dann ist diese Preisphase hier vorbei. Wie ich das Ganze sehe, das schauen wir uns im heutigen Beitrag gemeinsam an. Schau, es ist wieder sehr, sehr viel FOMO im Markt drin. Viele Leute haben wieder Panik, dass sie wieder zu spät sind, dass der Zug abgefahren ist, dass die Preise vorbei sind. Ich meine, das kann ich nachvollziehen. Wenn du natürlich auch schon länger an der Seitenlinie stehst, nicht investiert bist, ja, dann springen jetzt leider sehr, sehr viele Leute noch auf den Zug auf, obwohl sie den Markt nicht verstehen. Es gibt aber gute Strategien, genau über die nächsten Monate und Jahre sich richtig zu positionieren, komme ich nachher dazu. Ich will aber ganz kurz die jetzige Situation noch mal kurz einschätzen, weil jetzt durch die Medien gehen sehr, sehr viele News, wie das zum Beispiel, dass die USA unter Donald Trump strategische Reserven aufbauen will, angeblich. Das ist ein Vorschlag, ob der durchkommt, sei dahingestellt. Da werden noch so viele Hürden zu meistern sein, bis so etwas wirklich eintreffen würde. Aber das geht natürlich durch die Medien und das triggert natürlich auch sehr, sehr viele Leute, weil das wäre natürlich extrem heftig. Mal vorstellen, ein Staat nimmt Bitcoin als strategische Reserve in die Bücher rein, um sich auch abzusichern und so weiter. Und das löst dann natürlich bei sehr, sehr vielen Leuten ja, diese Angst aus, etwas zu verpassen. Und ich kann dir mitgeben, aus meiner langjährigen Erfahrung, auf einen fahrenden Zug aufspringen, unter FOMO, die Emotionen nicht im Griff haben, ist das Dümmste, was du machen kannst. Warum? Weil dann springt man sieht eigentlich nur diese Kerzen, die nach oben gehen, oder? Der Kurs steigt massiv an und dann will man auch noch irgendwie dabei sein. Es ist aber extrem wichtig zu verstehen, wo ist der Markt momentan. Wenn wir einfach mal die zwei Extrempunkte uns anschauen, dann haben wir den Tiefpunkt oder das Low, das war aktuell bei ungefähr 15.000 Dollar. Und wo das potenzielle, ich nenne das ja das Blow of Top hingeht, das ist das absolute All-Time-High der All-Time-Highs in diesem Zyklus, weil es wird ein permanenter neues All-Time-High geben, quasi, wenn die Kurse steigen. Aber diese Phase, wo man dann wirklich auch auscashen sollte, respektive wo es dann wirklich in diese parabolische Phase geht, da rechnet man damit so zwischen 120.000 bis 150.000 Dollar pro Bitcoin in diesem Zyklus und das sehe ich absolut als realistisch an. Ich habe auch keine Glaskugel, aber das Potenzial bis dahin ist aus meiner Sicht klar gegeben. So, und jetzt sind wir bei ungefähr 75.000 Dollar pro Bitcoin. Das heißt, wir sind mittendrin. Wir sind zwischen Stühlen und Bänken und genau da ist ja die Schwierigkeit zu verstehen, wie man sich positionieren sollte. Ist keine Finanzberatung an dieser Stelle, aber ich gebe dir meine Meinung mal kurz mit, hier, wie ich das Ganze sehe. Das heißt, wenn du natürlich mit Leverage-Strategien zum Beispiel unterwegs bist, dann musst du diesen Stress auch gar nicht haben, wenn du positioniert bist, dann bist du ja sowieso dabei und du kannst dann auch von den sinkenden Märkten profitieren. Das ist ein riesen Vorteil, den wir haben bei den Leverage-Strategien. Wenn man noch nicht positioniert ist, ist es auch wichtig zu verstehen, wo der Markt hingeht, das Potenzial, weil jetzt einfach blind aufzuspringen, das wird dich emotional fertig machen, wenn du noch nicht dabei bist, dieses Wissen noch nicht hast zu diesem Markt. Warum wird es dich fertig machen? Du wirst dann vielleicht sehr, sehr viel Geld investieren, jetzt auf den Zug aufspringen und die Kurse korrigieren dann wieder und dann verlierst du quasi Geld, also sind einfach Buchverluste und du kannst dann emotional damit nicht umgehen und verkaufst dann vielleicht in den Verlusten. Da haben wir so viele Kunden gehabt, die zu uns gekommen sind, genau aus diesem Problem. Und deshalb auf dem fahrenden Zug aufspringen, ich kann mich nur wiederholen, ist eigentlich tödlich. Also mach das bitte nicht. Was viele auch momentan haben, das sehen wir bei den Leuten, die sich bei uns im Erstgespräch melden, ist diese dieser Stress, dieser emotionale Stress, ich muss es jetzt schaffen. Es ist jetzt quasi noch die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen und das ist auch vollkommener Quatsch. Weil die Märkte, auch Bitcoin, obwohl das Social Media immer wieder behauptet, geht nicht linear nach oben. Das wird nicht der Fall sein. Es wird immer wieder Korrekturphasen geben und die gilt es natürlich zu verstehen, ungefähr zu timen. Market Timing per se kann man nicht machen, aber ungefähr, ich sage es immer so, die Welle reiten, die zu timen und dann auch entsprechend sich positionieren und investieren. Aber zu glauben, es gibt jetzt nur noch diese eine Chance und man muss jetzt innerhalb von wenigen Tagen und Wochen sogar noch Kredite aufnehmen, sich überschulden und dann kopflos in diesen Markt einsteigen, das wird dir einfach auch das Genick brechen. Also mach das bitte nicht, ganz, ganz wichtig. Das heißt zusammengefasst, nein, wir haben nicht nur noch einen Monat, um diesen Markt hier zu nutzen.
ein richtiges Investment-Mindset ist auch, auch wenn du zu höheren Preisen einsteigst, du musst dann natürlich schauen, dass du bei größeren Korrekturen dann wieder einsteigst, dann spielt es überhaupt keine Rolle, dann verdienst du auch sehr, sehr viel Geld damit. Ja, du hast dann vielleicht nicht mehr ein Bitcoin, sondern du besitzt dann vielleicht halt einen halben Bitcoin oder anstelle 10 hast du 5 oder 6, aber auf viel höherem Preisniveau, oder? Wir sind ja keine Jäger und Sammler und sagen einfach, ich will per se einfach 5 oder 10 Bitcoin besitzen, weil ich das einfach haben möchte. Nein, du willst dir ja die Kaufkraft erhalten, du willst dir mehr leisten können in Zukunft. Und wenn natürlich ein Bitcoin viel, viel teurer ist, weil die Inflation die Preise nach oben treibt oder weiß was ich was und deine Kaufkraft durch Bitcoin natürlich dann geschützt wird, dann kannst du dir auch mit weniger Bitcoin in Zukunft mehr kaufen, oder? Ganz, ganz wichtiges Investment-Mindset, doch das haben viele nicht. Das heißt, lass dich jetzt nicht unterkriegen, lass dich nicht stressen, setz dich nicht unter Druck. Du musst nicht in einem Monat Kredit aufgenommen haben und all-in gehen, Haus, Hund, Katze und weiß ich was alles verkaufen, oder? Nein, mach das nicht, sondern jetzt gilt es einfach, dich strategisch richtig zu positionieren, die nächsten Monate noch richtig zu spielen, dann natürlich auch, wenn die Märkte fallen, diese Situation auszunutzen, vielleicht auch über die Leverage-Strategien, wo du auf sinkende Kurse setzen kannst, ist ein extrem starkes Tool in der Werkzeugkiste, weil du brauchst keine Altcoins, um eine Überperformance hinzubekommen. Mit den Altcoins kannst du nämlich genau nicht von sinkenden Marktphasen profitieren. Das ist wieder ein riesen Nachteil generell vom Altcoin-Markt, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Das heißt, nutze die nächsten Monate, Jahre für dich strategisch aus. Für das musst du entsprechendes Wissen aufbauen. Es ist nicht so, dass jetzt die absolute letzte Chance ist, ja, solche tiefe Kurse wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr geben, das ist so, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Mit den richtigen Strategien wirst du immer zu den Gewinnern gehören. Wenn du dazu Unterstützung brauchst, du weißt, wo du uns findest, unter markscheinconsulting.ch, kannst du dort das kostenlose Erstgespräch bei uns buchen und schauen wir mal, ob wir dich hier unterstützen können.